Hallo Leute und herzlich willkommen zum Arena Battle 3. Es geht endlich los, endlich ist es soweit und wow, so viel Arbeit, so viel Mühe, so viel Zeit ist in dieses Projekt geflossen und deswegen lasst uns gemeinsam versuchen, aus diesem Projekt das großartigste Pokémon-Projekt aller Zeiten zu machen. Und für diejenigen, die das Arena Battle noch nicht kennen und sich jetzt fragen, was das Ganze so besonders macht, gibt es jetzt eine kleine Zusammenfassung. Im Arena Battle 3 geht es für die einzelnen Teilnehmer darum, alle Orden zu sammeln und so Zugang zur Top 4 zu erhalten. Schafft es jemand, die Top 4 und den Champ zu bezwingen, so wird er selbst Champ des Arena Battle 3 und muss nun seinen Rang gegen die anderen Herausforderer verteidigen. Dabei gilt es stets, mit seinen Kämpfen zu unterhalten und sich eigene Herausforderungen aufzuerlegen. Arenaleiter dürfen nur Pokémon ihres Typen einsetzen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, zum Beispiel Glurak für den Drachenleiter. Da sie Meister ihres Typen sind, haben sie es sogar geschafft, gefährliche Bestien zu zähmen. Im Klartext bedeutet das, in diesem Arena Battle dürfen auch einige Uber-Pokémon von den Leitern genutzt werden. Allerdings nur in geschwächter Form. Im Arena Battle 3 gibt es insgesamt 2 Ligen mit jeweils 30 Herausforderern und 8 Leitern. In Liga 2 sind die Leiter Dave. Er spendiert gerne mal ein Glas Milch. Im Pokémon-Kampf ist er hingegen ein eher toxischer Zeitgenosse. It's Vova. Als Arena Battle Neuling will er direkt hoch hinaus. Zu hoch für die Herausforderer. Jolie. Wunderschön und zugleich eisig kalt. Wenn es gegen sie geht, sollte man sich warm anziehen. Lady Kaitos. Gerüchten zufolge ist sie eine direkte Nachfahrin der alten Pharaonen. Wer kann die Königin der Wüste schlagen? Nekorashi. In seinem Dojo ist nur eines gestattet. Ultimative Muskelkraft. Ach ja, und süße Katzenbabys. Pock Galaxy. Er betreibt die flauschigste Bäckerei der Welt. Doch ob man diesen leckeren Süßigkeiten wirklich trauen kann? Chakreo. In einem geheimen Ninja-Dorf meisterte er die geheimen Künste. Darunter auch das legendäre Chidori-Ninjutsu. Thief. Die mangelnde Geschwindigkeit seiner Verteidigungsbestien gleicht er gerne mit der ein oder anderen Flinkklaue aus. Wer diese Leiter bezwingen kann, hat die Chance, in Liga 1 aufzusteigen. Liga 2 wird nur auf Twitch gezeigt, wo jeder Zuschauer auch für seine Lieblinge voten kann, um ihren Aufstieg noch wahrscheinlicher zu machen. Liga 1 wiederum findet hier auf YouTube statt. Wer alle 8 Arenaleiter besiegen kann, gelangt in die Top 4 und hat eine Chance auf den Champ-Titel, den momentan Dominik innehat, der Champ des Arena Battle 2. Die Leiter in Liga 1, also jene, die wir hier auf YouTube sehen werden, sind Blocky. Als Tentantel-Liebhaber können ihn selbst seine eigenen Pokémon nicht ernst nehmen. Downy. Niemand weiß so recht, wer Downy eigentlich ist. Der kleine Junge? Oder das dicke Rabigator? Wir befürchten Letzteres. Hydronic. Er schaffte es sogar, die Götter zu zähmen, was ihn nicht vom gemeinsamen Essen mit seinen treuen Freunden abhält. Yutlu. Er war Champ des Arena Battle 1, der beste Leiter des Arena Battle 2 und hat an der NPBL zumindest teilgenommen. Nun versucht er sich am Wassertypen. Lauris. Auch er kann einige Erfolge nachweisen. So gewann er zuletzt die GPL. Wird er auch für dieses Projekt brennen? Mika! In den Playoffs der NPBL gescheitert, nun von den Toten wieder auferstanden. Begrüßt den gruseligsten Leiter. Nestlo! Ein wunderschöner und sympathischer junger Mann, der von keinem einzigen Trainer je bezwungen werden konnte. Ihm liegen die Bestien der Pokémon-Welt zu Füßen. René! Nach seinem Praktikum bei Uri Geller erhielt er die Bewertung stets bemüht. Ein Urgestein des Arena Battles.
Wenn ihr noch einmal alle Regeln im Detail durchlesen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung das Regeldokument. Mit dem genauen Ablauf, den verbotenen Attacken und Fähigkeiten, dem speziellen Klassensystem, das wir im Arena Battle 3 nutzen, die Pokémon-Ausnahmen für die einzelnen Leiter und vieles mehr. Nun lasst uns aber endlich starten. Mit einem Projekt, das alles Vorhergewesene toppen soll. Hier auf YouTube und zusätzlich auch noch auf Twitch. Viel Spaß mit der ersten Folge und dem ersten Kampf aus dem Arena Battle 3! Und damit auch von mir jetzt hier direkt live aus dem Kampfbildschirm das Hallöchen und willkommen zum Arena Battle 3. Man kann es nicht oft genug sagen und damit auch willkommen in der Drachenarena. Ja, den allerersten Kampf im AV3 werde ich austragen und zwar mit unseren Drachen. Und ich habe heute folgendes 6er-Team mit dabei, wo einige interessante Sets mit an Bord sind, denke ich mal. Und ich habe mir einige Gedanken gemacht, die hier in dieses Team eingeflossen sind, um das ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben einmal ein physisch-defensives, vor allem physisch-defensives Draschel, das dazu da ist, um zu toxinieren, Wunschtraumen, Schutzschilden und so weiter und so fort. Also sagen wir mal, ein relativ langweiliges Evolid-Set. Zusätzlich haben wir den Feuersturm drauf, um auch etwas gegen Shirox, Hostelka und generell Stahl-Pokémon machen zu können, die wir sonst nicht vergiften können. Dann wird's interessant, denn wir haben jetzt auch noch ein Mega-Glurak Y mit dabei, allerdings ein komplett speziell defensives Mega-Glurak Y ohne jegliches Spezialangriffsinvestment. Und ja, das wird sehr, sehr interessant, denn es ballert trotzdem ordentlich rein. Wir haben den Kraftschub drauf, um uns zu pushen. Und es ist vor allem deswegen so gut, weil wir damit Eisattacken relativ gut abfangen können. Zumindest spezielle Eisattacken und Feenattacken resisten wir sogar. Und deswegen funktioniert dieses Glurak eigentlich, zumindest in den Tests, relativ gut. Dann haben wir ein Duodino mit dabei, mit dem Walschall und mit Übereifer. Bedeutet, wir bekommen nochmal 50% Boost auf unseren Angriffswert drauf. Dafür werden unsere Attacken aber ungenauer und selbst 100%ige Attacken können daneben gehen. Wir haben ein Maxax mit dabei, das trägt den Fokusgurt und hat die Notsituation mit an Bord und Konter. Damit haben wir zwei Möglichkeiten, um nochmal irgendwie das Game zu changen, wenn wir gerade gesweept werden oder. Da haben wir ein paar Möglichkeiten auf jeden Fall noch. Dann haben wir ein Latias mit dabei, das hat die Überreste, ist unsere speziell defensive Wall und ja, viel mehr soll das auch nicht machen als tanken. Kann außerdem Lichtschild rausholen, was sehr wichtig sein kann. Und zu guter Letzt haben wir noch sehr viel Sweep-Potenzial mit unserem Agoyon mit dabei. Agoyon ist ja im B1-Tier, das bedeutet nur Leiter, also nur der Drachen und der Giftleiter dürfen das verwenden. Dafür allerdings nur mit 0 DV auf jedem einzelnen Wert. Das bedeutet, Agoyon ist deutlich geschwächt hier unterwegs. Aber trotzdem immer noch brandgefährlich, würde ich sagen. Denn wir bekommen durch den Bestienboost den Init-Drop, den Init-Boost natürlich und den Spezialangriffsboost im doppelten Maße können wir uns durch den Ränkeschmied holen. Das ist so der Plan hinter diesem Team. Mal sehen, wie gut das funktionieren wird letztendlich. Und demzufolge würde ich sagen, ja, mit diesem Team möchte ich antreten. Mit diesem Team möchte ich Kampf Nummer 1 im freaking Arena Battle 3 bestreiten. Und ich würde sagen, wir klicken daher auch auf Kampfbeginn. Ich bin sehr gespannt. Krawotzki ist unser erster Gegner. Was er hier mitbringen wird. Ich hoffe, dass es nicht gleich zu Beginn zu tryhardig werden wird. Und dass wir hier auch nochmal ein bisschen Land sehen. Aber wir sehen hier ein Plaudergei, ein Phenontor, ein Quajutsu, ein Flambirex, ein Rabigator und ein Lashoking. Also auf den ersten Blick sieht das jetzt nicht allzu sehr zugeschnitten auf Drache aus. Natürlich, Quajutsu sehr gefährlich, auch für Nonto müssen wir auf jeden Fall vor aufpassen. Aber ansonsten sieht das grundlegend erstmal ganz in Ordnung aus für uns. Ja, die Frage ist, mit wem werden wir leaden? Das ist für mich nicht ganz so klar. Rabigator ist natürlich sehr gefährlich, könnte potenziell der Lead sein, es könnte auch Quajutsu sein. Wenn es Rabigator wäre, wäre dann Draschel eine Option. Generell kann er Gift gar nicht abfangen in seinem Team. Okay. Also ich würde dazu tendieren, auf Sheldon zu gehen. Ich glaube nicht, dass er direkt mit Phenontor leaden wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und Sheldon sollte auf jeden Fall gegen alles Mögliche relativ gut funktionieren erst einmal. Und von da aus können wir dann sehen, wie es weitergehen wird. Ja, so, ich notiere mir natürlich noch die Pokémon. Wir wollen hier möglichst viele Siege rausholen, auch wenn wir durchaus einige interessante Pokémon hier mit dabei haben. Aber die sind natürlich mit dabei, weil sie potenziell etwas reißen können. Aber da muss man mal schauen.
So, es könnte sich tatsächlich hier auch um Ash Quajutsu handeln, da müssen wir noch sehen. Ich denke, für uns wäre aber Wandlungskunst Quajutsu gefährlicher letztendlich, weil es dann eben den Eistypen dazu bekommen könnte, was dann natürlich sehr, sehr problematisch werden kann. Okay, let's go, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das erste Match gewinnen können. Das ist auf jeden Fall mein Ziel jetzt. Also mein Ziel ist es natürlich immer zu gewinnen. Aber gerade das erste Match ist natürlich nochmal ein besonderes Match. Das müssen wir hier irgendwie gewinnen mit unseren Drachen. Schauen wir mal, was Duo, Dino, Draschel und Co. so ausrichten können. Also wir haben durchaus einiges an Power. Schauen wir mal. Schweinshaxe kommt rein. Das ist grundsätzlich in Ordnung für mich, weil ich glaube, das wird sehr, sehr wahrscheinlich physisch sein. Und Draschel sollte dagegen eigentlich schon ganz gut klarkommen. Er dürfte auch keine Tarnsteine spielen. Generell ist es für uns super, super, super wichtig, dass die Tarnsteine nicht rauskommen. Beziehungsweise, dass wir sie dann schnell wieder wegmachen. Weil Glurak einfach eines der wichtigsten Pokémon in unserem Team ist. Und deswegen haben wir auch Auflockern auf Latias mit dabei. Sehr, sehr wichtig für uns. So, ich denke, wir müssen hier gar nicht großartig überlegen. Wir gehen auf Toxin. Kann natürlich sein, dass er ebenfalls Toxin spielt. Aber das ist auf nahezu jedem Pokémon möglich. Ich denke, mit Toxin machen wir jetzt in dem Moment erstmal nichts falsch. Wir könnten natürlich gucken, okay, was macht der mit Schutzschild und so weiter. Aber ich glaube, Schutzschild möchte ich noch so ein bisschen geheim halten. Man kann es natürlich annehmen. Aber ich glaube, ich möchte es jetzt noch nicht direkt zeigen. Und wenn er sich zum Beispiel mit Schwertanz oder so aufsetzt, wäre das nicht so geil. Es kommt der Kopfstoß. Sollten wir relativ gut tanken, auch wenn das natürlich eine massive Stärke hat. Aber wir sehen, Sheldon kriegt das ziemlich gut hin. Er bekommt hier Rückstoß und ein Toxin. Und ich kann jetzt auf Wunschtraum gehen. Er wird wahrscheinlich sogar rauswechseln dann. Wahrscheinlich auf irgendwas Spezielles, aber das wäre absolutely fine for me. Ja, Draschel ist auf jeden Fall dafür da, um halt irgendwas zu haben, was wir rein switchen können und natürlich mit Toxin alles mögliche anzudamagen. Demzufolge, ja, das ist der Job, damit dann Agoyon beispielsweise am Ende relativ gut durchgehen kann. Oder auch generell unsere Pokémon, die offensiver investiert sind, wie du, Dino, einfach ihre Kills holen können. Weil One-Shotten, Pokémon One-Shotten ist immer so eine Sache, ist nicht so leicht. Kommt nicht so unendlich häufig vor. Und deswegen ist überall so ein kleines bisschen Chip-Damage immer ganz guter Chip-Damage. Das hat meine Omi schon immer gesagt. Und das habe ich mir seitdem, wie ihr alle wisst, ja, sehr zu Herzen genommen. Und deswegen kriegen wir das auch hin. So, es kommt die Auswechslung, wie erwartet. Und zwar wahrscheinlich auf Quajutsu vielleicht sogar. Auf Dundee. Dundee ist Rabigator. Ah, okay. Wahrscheinlich will er Abschlag einsetzen. Abschlag wäre gar nicht so geil, ne? Aber das Ding, was ich sehe, ist, Flambirex ist schon relativ angeschlagen. Rabigator könnten wir jetzt toxinieren, was halt auch nicht unwichtig wäre. Lashoking. Lashoking, Fajutsu, Plaudergei, die sind halt eher speziell. Für Nontor, dafür wäre halt der Evolit noch sehr, sehr wichtig. Wie ich finde. Wobei wir da auch mit Dragibi eigentlich ganz gut vorankommen sollten. Also will ich jetzt den Abschlag risken, ist die Frage. Die Frage ist, auf was will ich sonst gehen? Ne? Ich muss ja überall ein Item abwerfen. Ja, ich glaube, dass ich das lieber hier auf Dämon zulasse und deswegen hier auch nochmal auf Toxin drücke. Oh, er geht sogar nochmal raus. Okay, worauf? Auf Madara, okay, das ist Quajutsu, okay. Da Toxin drauf zu haben, ist super, super gut. Nice. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und wir könnten theoretisch sogar auf einen Feuersturm gehen, wenn wir das wollen. Weil wir haben ein bisschen speziell defensives Investment. Wir überleben auf jeden Fall einen Hit. Wie gut wir das überleben, das ist so eine andere Sache. Aber er wird vielleicht Wandlungskunst haben und wird dann eben zum Typ Eis werden. Und dann könnten wir einen sehr effektiven Feuersturm raufballern, der natürlich nicht super viel macht. Aber Quajutsu anzudamagen wäre für unsere Sache relativ wichtig. Ich denke, ich gehe erstmal auf ein Schutzschild. Jetzt das Toxin eine Runde triggern lassen. Das halte ich für erstmal ganz gut. Ja, der Kampf beginnt langsam auf jeden Fall mit Sheldon. Da muss er erstmal dran vorbeikommen irgendwie. Für uns wäre Glurak halt ein relativ guter Switch-In, wenn wir schon in der Mega wären. Weil dann kann Quajutsu uns nicht allzu viel machen. Wasserattacken sind natürlich immer noch gefährlich, aber ansonsten geht das auf jeden Fall. So, es kommt die Kehrtwende. Ich frage mich, ob er nochmal auf die Kehrtwende drücken möchte. Und irgendwo anders reingeht. Oh, weil es würde uns halt nicht viel Schaden machen. Das Sinnvollste für ihn wäre auf jeden Fall auf den Eisstrahl zu drücken. Die Frage ist, ist es das Sinnvollste für uns, dann daraufhin auf den Feuersturm zu drücken? Schwierig.
Wir könnten theoretisch auch in Diva rausgehen, aber Diva bekommt einfach zu viel Schaden durch so einen Eistrahl. Deswegen, wir haben eigentlich aktuell noch keine Möglichkeit, irgendwo raufzugehen. Deswegen würde ich drinbleiben. Wir tanken einen Eistrahl. Ziemlich sicher. Lebenorb. Ja gut, Lebenorb konnten wir aktuell noch nicht sehen. Ja, komm, ich bleib drin. Ich gehe auf Feuersturm. Wunschtraum wäre der sicherere Play. Oh, er legt die Giftspitzen. Okay, I see. Giftspitzen. Schade, weil jetzt macht unser Feuersturm leider nur noch neutralen Schaden und damit wird es nicht sehr viel sein. Naja, es ist immerhin ein bisschen Schaden, ne? Zusammen mit der Vergiftung ist das ganz in Ordnung, denke ich. Okay, so. Welches Pokémon könnte uns jetzt richtig Druck machen? Phenontor? Phenontor ist risky. Er hat jetzt den Feuersturm gesehen, er hat Toxin gesehen. Also für ihn wird es gar nicht mal so leicht sein, hier dran vorbeizukommen. Und wenn er jetzt auf Eistrahl geht, dann stirbt er halt quasi schon durch Toxin. Das ist nicht so Sinn der Sache. Deswegen würde ich, glaube ich, einen Wunschtraum rausholen wollen. Ja, wenn dann Phenontor kommt, wäre das okay für mich, weil... Ja, ich glaube, das wäre okay für mich. Draschel hat schon einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ich will Draschel auf jeden Fall noch nicht droppen lassen, aber ja. Wir gehen nochmal auf Wunschtraum. So, er geht hart raus. Das dachte ich mir schon, weil er das Schutzschild erwarten muss, damit wir Toxin wieder triggern lassen und so weiter und so fort. Und er geht auf Lashoking. Okay, Lashoking ist absolutely fine for me. Es kann natürlich sein, dass er das hier deutlich offensiver spielt, als man es gewohnt ist, aber mehr Schaden als ein Quajutsu wird das nicht machen. Und ich hatte eben vor Quajutsu schon nicht Angst, deswegen drücke ich jetzt hier auf Toxin. Er könnte auch gegen uns auf Toxin drücken, aber das wäre in Ordnung. Und vielleicht spielt er gar nicht Toxin drauf, weil er ja die Giftspitzen schon gelegt hat. Ob er beides mit dabei haben wird, weiß ich nicht. Ist trotzdem nicht zwingend schlecht, wenn man beides mit dabei hat, weil ob man die Giftspitzen rausbekommt und fliegende Pokémon trifft man eh nicht damit und so. Das ist immer so eine Sache. Und dann noch so ein Toxin in der Hinterhand zu haben, ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir outspeeden Lashoking sogar. Okay, und haben auch das Ding toxiniert. Auch das ist ziemlich wichtig, um im weiteren Verlauf da richtig gut durchgehen zu können. Und der Bizarro-Raum kommt raus. Okay, aber für welche Pokémon? Für welche Pokémon ist der Bizarro-Raum wirklich gut? Weil Draschel sollte jetzt erstmal grundsätzlich in Ordnung sein dagegen. Ist schon interessant, dass Draschel momentan das gesamte Team... Also es kommt halt recht wenig Gegenwehr. Oh, es könnte Bauchtrommelset sein, ne? Aber habe ich Angst vor einem Bauchtrommelset? Nicht wirklich eigentlich. Eigentlich nicht. Von daher setze ich einfach wieder einen Wunschtraum auf. Es kommt tatsächlich die Bauchtrommel, ja. Die haben wir im Vorturnier, das ist das Gute so. Im AB3 Vorturnier haben wir viele, viele Sets schon gesehen von vielen Pokémon. Und wenn da ein ähnliches Set kommt, dann rechnet man mittlerweile auch so ein bisschen mehr damit. Deswegen, gerade brandneue Sets, die werden überraschen. So, okay, ja, dass ich jetzt halt auf Schutzschild gehe, ist relativ klar. Ich weiß nicht, ob er Bauchtrommel, Bizarro-Raum und Tagedieb spielt. Halte ich für relativ unrealistisch, deswegen kann ich jetzt einfach easy auf ein Schutzschild gehen. Das ist nicht das Problem für mich. Und er wird erstmal nichts machen können. Und selbst wenn er, okay, er hat einen Z-Move. Okay, der Z-Move kommt durch. Aber ob das der richtige Moment war, um den Z-Move zu drücken, ich weiß nicht. Weil das macht nur 25% Schaden. Was wiederum bedeutet, dass er, glaube ich, mit seinem normalen Angriff, vielleicht sogar mit ein bisschen weniger angreift, so gesehen. Wenn man das so durchrechnet, grob, Schutzschild und die Steigerung durch die Bauchtrommel, sollten wir ohne Probleme tanken können. Absolutely ohne Probleme, ja. Okay. Der nächste, ja, und Wunschtraum haben wir auch noch, stimmt. Der kommt ja auch noch. Also von daher war das definitiv eine Nullrunde hier. Ja, und jetzt können wir halt theoretisch wieder einen Wunschtraum aufsetzen. Rein theoretisch. Ich könnte natürlich jetzt auch auf Diva rausgehen, weil er sehr wahrscheinlich auf eine Psycho-Attacke drückt. Ich könnte auch auf Duodino rausgehen, das wäre relativ risky, aber Duodino würde dann vergiftet werden und ich glaube, das finde ich nicht so gut. Ich glaube nicht, von daher, ich muss momentan nichts anderes machen. Es kommt der Nassschweif sogar. Warum der Nassschweif? Vielleicht, weil er mit Glurak, aber Glurak ist jetzt nicht so der Play gewesen. Ja, okay. Damit kommt er hier erstmal nicht durch. Und von daher war es das mit Lashoking in diesem Momentchen. Sehr gut. So, bye bye Lashoking. So, wir haben Flambirex, was relativ angeschlagen ist. Quajutsu ist fast tot und Rabigator... Ne, Rabigator ist noch nicht vergiftet. So, jetzt kommt Plaudergei ist so eine Sache für sich. Oh, habe ich den Wunschtraum jetzt eigentlich gerade rausgeholt? Ja, habe ich. Habe ich. Bizarro-Raum ist auch noch eine Runde aktiv.
Ja, will ich protecten? Also er wird bestimmt Wahlglas Überschallknall sein, gehe ich mal von aus. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Ich könnte erstmal protecten, dann bin ich wieder fit. Und einen Überschallknall sollte ich eigentlich packen. Ja, ich, wie gesagt, momentan muss ich nicht viel anderes machen. Wenn er jetzt tatsächlich irgendwie Setup oder so spielt, dann überrascht er mich damit. Aber ich kenne nur das Wahlglas-Überschallknall-Set und genau das kommt hier auch. Und demzufolge können wir das erstmal relativ gut abfangen. So, die verdrehte Dimension ist wieder normal. Das heißt vom Bizarro-Raum, weil ich glaube, das war sowieso größtenteils nur für seinen Lasho-King. Wir haben nichts, womit wir den Überschallknall richtig gut abwehren können. Diva ist natürlich eine Option für uns. Aber ja, ich könnte Wunschtraum und dann rausgehen. Aber ist das so wichtig oder drücke ich lieber auch hier nochmal ein Toxin rein? Es könnte auch nur Wahlschaltset sein. Ich würde sagen, Draschel ist erstmal in Ordnung, hat seinen Job erledigt. Wir drücken auf Toxin. Überschallknall wird wahrscheinlich, also wenn es Wahlglas ist, macht es eine Menge Schaden. Ja, genau so ist es auch. Aber wir landen nochmal ein Toxin drauf, das ist in Ordnung. Wir können jetzt nochmal eine Runde protecten. Dann bekommt er nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und dann sollte das auf jeden Fall passen. Dann können wir in Latias rausgehen, können erstmal auflockern drücken, damit die nervigen Giftspitzen weg sind. Vielleicht tanken wir sogar zwei Hits, wobei das schwierig wird gegen Plauderguy. Aber muss man mal schauen. Okay, so, wir protecten erstmal eine Runde. Da kommt das Schutzschild. Und hart raus switchen ist jetzt nicht der Play. Wir kriegen Draschel sowieso nicht mehr fit. Draschel hat aber einen unfassbar guten Job gemacht. Also vier Pokémon, glaube ich, toxiniert. 3 bis 4. Lasho-King toxiniert, Flambirex, Quajutsu und Plauderguy, ja. Also wirklich, wirklich krass, muss man einfach sagen. Ja, ich versuche jetzt noch einen Wunschtraum rauszuholen, aber Überschallknall kommt. Nichts anderes darf er hier drücken. Und genau so ist es. Von daher geht Sheldon jetzt down, aber Sheldon hat wirklich gute Arbeit geleistet. Applaus für dich. Jetzt kann der Kampf dann auch mal beginnen, nachdem Sheldon hier einfach komplett schon das halbe Team zerfetzt hat. So, wie gesagt, gehen wir jetzt... Aber ich muss nicht mal auf Diva gehen, ne? Ich könnte auch auf Dagi B gehen. Das ist definitiv kein Wahl-Schal-Schaden. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall überleben. Und Schlammwoge leben, ob wird ja wohl reichen, um das Ding rauszunehmen, oder? Kann der Schlammwoge mit irgendwas resisten? Mit Rabigator, glaube ich, einigermaßen, ne? Und wir sammeln halt die Giftspitzen mit Agoyon auf. Das ist halt das Geile. Deswegen ist das eigentlich auch eine bessere Option, als jetzt Latias da reinzuschicken, ja. Sehe ich auch so. Wäre natürlich ein bisschen doof, wenn Dragibi jetzt das Ding nicht rausnehmen kann. Aber schauen wir mal. So, die Giftspitzen sind aufgesammelt. Das heißt, das war auch eine Nullrunde für ihn. Aufsetzen kann ich mich nicht. Ich habe halt quasi keine... Also, ich habe noch eine noch schlechtere Verteidigung, als Agoyon normalerweise hat, wegen den Null-DVs. Deswegen, nope, das ist keine Option für mich. Und er geht hier auch raus. Okay, er will seinen Plauderguy noch aufbewahren und geht in Dundee. Hat er gut gemacht. Hat er definitiv gut gemacht, weil die Schlammwoge wird er damit relativ gut abwehren können. Ja. Hätte ich einen Draco Meteor gehabt, hätte ich den gedrückt. Vielleicht hätte ich auch generell Drachenpuls drücken sollen. Ich habe doch Drachenpuls mit dabei, oder? Warum habe ich nicht Drachenpuls gedrückt? Oh, wir sehen aber die Überreste. Okay, das heißt, ich könnte sogar auf den Drachenpuls noch gehen. Wenn ich das wollen würde. Will ich aber, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. So, uns fehlt jetzt natürlich unsere physische Verteidigung. Das ist so ein bisschen das Ding. Wir haben jetzt hier nicht sehr viele Möglichkeiten, die wir rein switchen können. Hexi-Maxi will ich auf jeden Fall noch für Non-Top aufbewahren. Wegen dem Konter. Duodino wäre, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt reinschicken will. I don't sure. Wie viel Init haben wir? 121. Das heißt, wenn er rein defensiv ist... Nee, ich will eigentlich nicht meinen Wahlschall verlieren. Ehrlich gesagt nur sehr, sehr ungern, weil ich glaube, Duodino kann noch richtig viel machen. Während ich Latias halt nicht zwingend brauche. Aber ich habe mit Latias halt auch nichts gegen dieses Dings. Ich habe nur die Kraftreserve Feuer. Glurak, ist Glurak noch wichtig? Glurak geht tatsächlich. Also Glurak ist mit das wichtigste Pokémon im gesamten Team, wie ich finde. Aber gegen das Team, was jetzt noch übrig ist, sollte es auch so gehen. Mache ich sehr ungern, aber machen wir jetzt. Komm. Ich denke nicht, dass er auf... Er geht auf die Verfolgung. Okay. Das ist interessant, wird aber, denke ich, nicht reichen, oder? Nee. Macht jede Menge Schaden, aber wir bekommen Glurak safe rein.
Das ist viel wichtiger, als dass Dings so ein bisschen angeschlagen ist. Das finde ich viel, 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 viel bedeutsamer. Okay. So, wir haben jetzt gesehen die Verfolgung. Wir haben, hat er schon irgendwas anderes gegen uns eingesetzt? Ich glaube nicht, ne? Bei Erdbeben wird er ja safe spielen. So, wir gehen in die Mega-Entwicklung. Ich glaube, wir lassen hier auch nichts anbrennen und drücken sofort auf den Solarstrahl. Wie gesagt, wir haben keine Init, kein Init-Investment, wir haben kein spezial-offensives Investment. Wir sind komplett speziell defensiv. Und deswegen könnte er uns sogar outspeeden, aber ich hoffe mal nicht. Wir sind das Risiko auf jeden Fall jetzt eingegangen. Drücke ich auf den Solarstrahl, kann er den, er kann den mit Flambirex abwehren. Flambirex war aber auch vergiftet schon, ne? Von daher bleibe ich safe, gehe auf den Solarstrahl. Sollte passen. Ich glaube, Feuersturm kann sogar, macht sogar mehr Schaden als der Solarstrahl, aber ist halt ungenauer und deswegen gehe ich jetzt hier lieber darauf. Bleibe sicher. Und er bleibt auch drin. Okay, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir sind schneller, wir hauen den Solarstrahl raus und da er physisch defensiv ist, kann das schon reichen. Wie gesagt, wir haben kein speziell offensives Investment, aber wir ballern trotzdem noch jede Menge Schaden raus. Und von daher geht dann die hier tatsächlich auch down. Sehr gut gemacht, Glurak. Sehr gut gemacht. Gut. Soweit dazu. Bleiben Flambirex, Fajutsu, Fenonta und Plaudergeil. Und jetzt kommt das Ding hier rein. Ja, das Ding ist problematisch. Weil da haben wir schon den Kopfstoß gesehen. Und das wird Ignavora easy rausnehmen können. Easy peasy. Und es wird wahrscheinlich auch schneller sein. So, jetzt ist die Frage. Ich würde Glurak ehrlich gesagt noch super gerne behalten. Bei Duodino ist das Problem. Plaudergeil und Fenonto können wir damit outspeeden. Fajutsu nicht. Und Flambirex, kann ich mir vorstellen, wird einen Walschall tragen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut denken. Würden wir damit einen Hit überleben? Ah, schwierig, 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 schwierig. Hexi-Maxi will ich auf jeden Fall noch fit behalten, weil eben gerade dieses Fenonto noch ultra gefährlich werden kann. Und Dragibi, wenn sich das einen Kill holt, wäre es halt auch super wichtig. Dann, oder super gut. Wobei er dann immer noch den Eisplitter hat, also das wäre nicht so unfassbar wichtig. Ja, okay. Ich glaube, ich werde Agoyon hier opfern. Und dann werde ich mit Dingens reinkommen, denke ich. Entweder mit Latias, weil Latias sollte auch einen Hit tanken. Ist zwar speziell defensiv, aber hat dadurch natürlich auch KP-Investment mit dabei. Und das sollte auf jeden Fall dann klappen. So. Okay. Das war's mit Agoyon. Schade. Aber hat seinen Job soweit erstmal erfüllt. Hat ja, glaube ich, ja, okay. Es hat jetzt nicht super viel gemacht, aber es hat mitgeholfen, Rabigator rauszunehmen. Okay, so, Duodino, kannst du outspeeden, ein Flambirex? Flambirex ist auch super langsam, eigentlich. Ha, schwierig. Die Frage ist halt, was will ich... Ja, Diva wäre halt eine Möglichkeit dagegen. Diva wäre eine Möglichkeit. Wie sieht denn meine physische Verteidigung aus? 110, 187 KP. Ja... Ja, ich glaube, Diva ist die bessere Option, dass wir dann eben unser Duodino noch gegen Plaudergeil haben. Ich denke, das ist insgesamt besser, wenn wir das so anstellen. Okay, Psychoshock kann er nur mit Quajutsu abwehren und das würde halt Toxinschaden bekommen und das wäre absolutely fine. Von daher, Psychoshock, let's go. Er muss halt auch damit rechnen, ne, dass wir relativ schnell unterwegs sein könnten. Wie gesagt, wenn er Walschall hat, dann kann er einfach drücken. Er geht aber tatsächlich raus. Okay, geht er auf Quajutsu? Er geht auf Soprano. Und Soprano ist... Ah ja, genau, Plaudergeil. Okay. Kann ich mitleben, wenn das Ding rausgenommen wird. Kann ich mitleben. Und das reicht sogar aus. Okay. Sehr gut. Das war's mit Plaudergeil. Ja, vielleicht ist jetzt für Nonto eine Option. Grantelbart. Klingt nach Fenonto, ja. Okay. Noch ist die Sonne halt draußen, ne? Noch wird unsere HP verstärkt. Ist die Frage, ob ich noch auf irgendwas wechseln will. Ignavora, wie gesagt, würde ich, glaube ich, eher hart dann rein... Also, nicht hart rein switchen, sondern nachdem Diva down ist.
Ja, ich denke schon, dass das der Play ist. Wichtig ist auf jeden Fall noch der Fokus-Code auf Hexi-Maxi. So, wir gehen auf die HP, würde ich sagen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich weiß nicht, ob wir eine Rückkehr tanken können. Die wird super viel Damage machen. Super, super viel Damage. Aber ich hoffe einfach mal, dass es funktionieren wird. Weil ansonsten wird es recht knapp werden. Oh, wir outspeeden sogar. Okay, das ist nice. Ja, der Schaden ist okay. Es macht die Hälfte. So, er geht auf die Rückkehr. Tanken wir die? Selbst wenn... Nee. Selbst wenn, dann hätte er wahrscheinlich den Eisplitter auch noch gehabt. Okay. Was ist jetzt der sicherste Play? Für uns. Duodino wird eigentlich schon den Eisplitter überleben. Da bin ich mir... Also wenn das nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht. Das sollte es packen. Und dann kann ich damit eines der drei Pokémon rausnehmen. Damit, da bin ich mir auch... Wenn wir den Kraftkoloss treffen, natürlich, ne? Wenn wir ihn missen wegen dem Übereifer, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein großes Problem. Deswegen wäre auch Glurak eine... Glurak müsste ja auch outspeeden, oder? Wir haben hier kein Investment drauf, sind bei 130, hier sind wir bei 129. Ja, sollten wir auch noch outspeeden können. Von daher ist hier, glaube ich, Glurak schon der Play. So, die Frage ist nur, reicht ein Solarstrahl aus? Reicht ein Solarstrahl aus? Weil der Feuersturm natürlich missen kann. So, Solarstrahl... Ha, schwierig. Also, wir hatten gerade eine HP. Die ist halt Stärke 60, durch die Sonne Stärke 90. Und dann sehr effektiv Stärke 180, mit einem Spezialangriff von 130. Solarstrahl ist 120, mit einem Spezialangriff von 180. Da ich die Formel jetzt für die Berechnung nicht wirklich im Kopf habe, würde ich schätzungsweise sagen, es dürfte ähnlich viel Schaden machen. Weil wir ungefähr den 1,5-fachen Spezialangriff haben. Aber die Attacke von Latias 1,5-fach so stark war. Boah, ich glaube, ich will kein Risiko eingehen. Selbst wenn wir jetzt missen, ich glaube, eine Rückkehr könnten wir sogar tanken. Von daher, ja komm, ich gehe auf den Feuersturm. Ich glaube, er wird sowieso vielleicht rausgehen. Ja, macht er auch. Und das ist sehr wichtig, dass wir jetzt ein Pokémon rausnehmen. Okay, Quajutsu hatte tatsächlich noch super viele KP, okay. Also super viele in Anführungsstrichen. Aber wichtig, dass wir das Ding hier rausnehmen können. Sehr, 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 sehr wichtig. Okay. Jetzt wird er mit Flambirex reinkommen. Und das ist absolut in Ordnung für mich. Denn dann kann ich Glurak droppen lassen. Würde ich sagen. So. Weil er bekommt jetzt erstmal relativ viel Rückstoßschaden. Plus Toxin. Ah ja, kann ich ihn droppen lassen? Ha, habe ich eine bessere Option. Wenn ich jetzt Duodino reinschicke. Und dann Maxax. Und Glurak sollte gegen Phenontor überleben. Ich glaube, so ist es besser, wenn ich tatsächlich Duodino einfach opfer. Und Maxax haben wir mit dem Fokusgurt dann immer noch in der Hinterhand. Ja. Und Ignavora muss dann den Feuersturm treffen. Ja, ich glaube, das ist mir insgesamt lieber. Oh, er geht wieder raus. War das sein Play jetzt gerade? Ich bin mir nicht sicher, ob das sein Play war. Ich glaube nicht. Weil mit einem Eisplitter kann er Duodino nicht rausnehmen, während wir mit Duodino outspeeden dürften. Ich glaube nicht, dass das der Play war. Ja, wir gehen auf Kraftkoloss auf jeden Fall. Wir können sogar auf Wutanfall gehen. Wir treffen den Kraftkoloss auch. Sehr, sehr geil. Das war's mit Grantelbart. Okay, perfekt. Sehr, sehr schön. Das heißt, nur noch Flambirex. Und Flambirex wird nicht an Maxax vorbeikommen. Nope, wegen dem Fokuscode nicht. Sehr gut, Leute. So will ich das sehen. Das erste Match. Also, ich will noch nichts beschwören, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus für uns. Allein durch Maxax. Okay. Ja, wir müssen ja auf Kraftkoloss weitergehen. Let's go. Ja, er hat auch den Wahlschall wie erwartet. Von daher wird er uns mit dem Kopfstoß, denke ich, rausnehmen. Ja. Deswegen, ich glaube, das war nicht sein Play.
Ich glaube, es war nicht sein Play, hier rauszugehen. Er hätte uns einfach rausnehmen sollen. Wow, er bekommt aber jede Menge Rückstoß, ne? Holy shit. Also wir könnten jetzt einfach mit Glurak reingehen und fertig ist die Sache. Aber, weil dann nimmt er uns raus und ist down. Aber wir können auch in Hexi-Maxi gehen. Wobei er uns da auch einfach dann angreift und, ja, wir können leider nicht Konter einsetzen und so. Was ein bisschen schade ist. Aber ist okay. Wir gehen auf Konter. Vielleicht wird er noch gezeigt oder so. Dann kontern wir noch den Trainer direkt mit weg. Weil der Kopfstoß-Damage dann einfach auch nochmal zurückgeballert wird. Ja, Hexi-Maxi tankt ihn sogar. Auch ohne Fokus-Code. Das dachte ich mir schon. Aber bei Finondo wäre es natürlich ein bisschen knifflig geworden. Flammirex fällt. Und wir gewinnen gegen Krawotzke. Sehr schön. Okay. Das war, denke ich, von uns ein relativ solides Duell. Das Team hat auf jeden Fall gezeigt, was es kann. Vor allem Draschel hat gezeigt, was es kann. Nachdem Draschel gefallen ist, wurde es ein bisschen kniffliger auf jeden Fall. Da wurde es zum Ende noch spannender. Dann hat er jetzt, glaube ich, schon den Missplay gemacht, indem er nochmal rausgegangen ist, weil ansonsten hätte Flammirex einfach irgendwas töten können. Im Optimalfall Glurak. Und dann hätte Finondorf vielleicht grundsätzlich was machen können. Gegen Duodino den Eisplitter. Ich denke nicht, dass der gereicht hätte, aber es wäre möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen. So, von daher, Leute, das soll es gewesen sein mit dem ersten Kampf und mit der allerersten Folge hier aus dem Arena Battle 3. Demnächst geht es dann, wie auch schon am Anfang sicherlich erwähnt, immer weiter mit nachkommentierten Kämpfen, ne? Also zwei Kämpfe von den anderen Leitern, die hier in Liga 1 mit dabei sind, bis wir dann irgendwann mal wieder an der Reihe sind und der Kampf wird dann wieder live kommentiert sein. Viele von euch kennen das ja schon aus den vorherigen ABs und genauso ziehen wir das auch weiterhin durch. Ja, und ansonsten, wenn ihr nicht genug vom AB bekommen könnt, dann gibt es natürlich auch noch die Liga 2 auf Twitch. Auch die dürfte ziemlich, ziemlich interessant sein und dann demnächst starten. Vielleicht blende ich das jetzt hier irgendwann ein, wann der erste Stream da sein wird. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall werde ich auf Twitter und Discord und so weiter definitiv ankündigen und auch auf YouTube solltet ihr davon eigentlich rechtzeitig erfahren. Ja, wenn es euch jetzt gefallen hat, Leute, dann würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen, um das Projekt zu supporten. Gerade auf den ersten Part ist sowas immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und es steckt so viel Arbeit drin von so vielen Menschen, die hier dran beteiligt waren und immer noch sind. Und deswegen, ja, würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Und ja, dann entlasse ich euch aber auch mal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ab jetzt das AB so gut wie täglich. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich, dass es wieder zurück ist. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.